So, in diesem Video möchte ich diese wunderbare kleine Plastiktasche vorstellen. Oder vielmehr das, was da drin ist. Diese Plastiktasche ist leider nicht im Preis inklusive von dem, was da drin ist, aber hier drin ist eine Parks Whistle. Und der Erfinder der Parks Whistle, Carey Parks, ein sehr sympathischer Amerikaner, der total humorig und witzig ist irgendwie, der hat diese Reisewhistle entwickelt, die man sozusagen in der Hosentasche mitnehmen kann, und wenn man sie richtig rum zusammensteckt, dann klappt das auch. So, jetzt aber. Und diese Reisewhistle, die hat einige ganz besondere Features. Zum einen ist es natürlich so, man hat es eben schon gesehen, sie ist auseinandernehmbar und passt damit in jede Hosentasche. Zweitens, Carey fährt unglaublich gern Kanu und er hat gesagt, er möchte dort eine Whistle haben, wie formuliert er es, that can take quite a lot of abuse. Also die man so richtig misshandeln kann. Und deswegen hat er einen bestimmten Polymerkunststoff verwendet, der sozusagen super belastungsfähig ist. Das heißt, auch diese Steckverbindungen werden, meine Vermutung, werden wir auch noch in 1000 Jahren irgendwo unter der Erde ausbuddeln können. Und es hat natürlich den Vorteil, dadurch, dass die Hände ja eigentlich so einen Winkel haben, dass man, wenn man das möchte, diese Löcher etwas zur Seite drehen kann. Das heißt, das Ganze ist ergonomischer als andere Whistles und, eigentlich das Allerwichtigste beim Musikinstrument, es klingt auch noch verdammt gut. Und zwar, einfach wenn man einen Referenzindex braucht, zum Beispiel die Susato Whistles, genauso laut wie die Susato Whistles, aber in der höheren Oktave noch deutlich sauberer. Und, aber das zeige ich gleich, es hat noch eine ganz Besonderheit, etwas ganz Besonderes, was man bis jetzt bei keiner anderen Whistle findet. Aber erstmal der Klang. Das heißt, hier in der oberen Oktave sehr weichen Ton. Und das, was er sich hat patentieren lassen, was das eigentlich wirklich zu einem besonderen Instrument macht, ist dieser patentierte Parks Tone Ring. Hier oben ist nämlich so ein kleiner drehbarer Ring, auch aus demselben Kunststoff. Und wenn man ihn bewegt, verändert sich der Kipppunkt zur zweiten Oktave. Das heißt, jetzt wenn er in der Mittelposition ist, es ist relativ leicht. Wenn ich gerne jemand bin, der mit viel Druck spielt, kann ich den etwas mehr zur Mitte stellen. Dann steigt der Anblasdruck. Das heißt, auch wenn ich es gewohnt bin, relativ kräftig zu pusten, gerate ich nicht automatisch in die zweite Oktave, könnte man sagen. Aber dieser Tone Ring hat außerdem noch einen weiteren immensen Vorteil. Und das ist wieder für alle Reisenden wichtig. Carey reist ja mal im Kanu. Aber für all diejenigen, die in Hotelzimmern übernachten und dort gerne auch nachts um drei noch mal ein bisschen üben möchten oder neben Freundin oder Freund, Gatte nachts noch ein kleines Whistle-Konzert geben wollen. So, wenn man diesen Ring hier etwas noch stärker zur Seite dreht, wird die Lautstärke deutlich niedriger. Das heißt, man kann auch nachts üben, ohne alle Nachbarn aufzuwecken. Ich mach's mal vor, so ist normal. Mehr. Wird ein bisschen rauschiger dann allerdings. Diese Parks Whistles gibt es in D, C und S. Und B glaube ich auch. B auch? Weißt du das? Nee. Drei. Drei. B, C und S. Und als Umsteckset und mit einem durchgehenden Korpus. Unglaublich viele Variationen. Im Zweifelsfall, wenn das von Interesse ist, einfach mal auf www.folkfriends.com gucken. Unten blenden wir es mal ein, nämlich hier. ja, und that's it.